Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Halblife-Video. Heute ist es noch relativ früh. Ich glaube, es ist 2 Uhr. Für meine Verhältnisse früh. Ich habe die Vlogs eingestellt und dachte mir, bevor ich irgendwas anderes anfange, beginne ich das Halblife-Video. Es ist noch frisch in meinem Kopf, was ich alles gestern gemacht habe. Ich bin ja so ein bisschen vergesslich, muss ich sagen. Also, was gestern war, das schiebe ich gerne ab, das ist Vergangenheit und konzentriere mich darauf, was ich heute zu tun habe. Und da das ja manchmal auch ein bisschen viel alles für mich ist, wie gesagt, ihr seht ja nur einen ganz kleinen Teil aus meinem Leben, weil ich kriege auch immer wieder, ja, was machst du denn schon? Und was hast du denn schon? Du machst doch gar nichts. Das, was ihr seht, wie gesagt, nur sehr wenig von dem, was eigentlich in meinem Leben passiert. Aber Alhamdulillah, es ist alles gut. Nur, ich habe es gerade frisch im Kopf, weil ich die Videos geschnitten habe. Was war denn nun gestern? Also, es fing schon mal an, dass Pascha gestern Morgen, statt aus seinem Wassereimer Wasser zu trinken, in den Pool geht. Das hat er eigentlich länger nicht gemacht. Ich habe es auch nie in der Kamera gesehen. Ich habe in Deutschland die Hunde auch immer beobachtet. Habe nicht gesehen, dass er da runtergestiegen ist, um Wasser zu trinken. Es hat sich nämlich so ein bisschen Altwasser im Pool gesammelt. Irgendwie ist da wieder der Abfluss verstopft oder der Gärtner hat unten den Abfluss zugedreht in der Garage. Das kann sein. Das muss ich, also wenn ich ihn sehe, und lasse ich das unbedingt einmal abfließen. Habe ich aber nicht gesehen, 2 Tage schon nicht. Beziehungsweise gesehen schon, aber nur von weitem und nicht gesprochen. Und nun ging er da rein und trinkt dieses Wasser, was da liegt. Da sind Frösche drin inzwischen, ich glaube 4, 5 Stück, die da drin schwimmen, die da drin wohnen, die da drin liegen. Es ist ja so ein grünliches Wasser geworden jetzt im Laufe der Zeit. Und ich habe dann versucht, das Altwasser mit dem Gartenschlauch durchzuspülen, was mir leider überhaupt nicht gelungen ist. Im Gegenteil, jetzt ist da noch mehr Wasser drin, weil es nicht abläuft. Ja, Pascha versucht ständig, das zu trinken. Ist eklig. Ich wollte es erst mit der Hand rausmachen. Oh mein Gott. Ich hatte jetzt auch nicht so eine kleine Schiss. Hab wieder, egal, er soll es ja nicht trinken. Warum trinkt das? Überall stehen Wassereimer. Nein, er geht da runter. Naja, es scheint wohl lecker zu schmecken da mit den Fröschen zusammen. Auf jeden Fall hat mich das den Morgen über beschäftigt. Und dann habe ich mich, nachdem ich mit der Arbeit fertig war, dazu entschlossen, mit euch zum Dienstagsbazar zu gehen. Ich wollte einfach mal ein bisschen bummeln, noch mal gucken, was es da so auf dem Klamottenbasar gibt. Obst und Gemüse interessiert mich ja nicht so, weil ihr wisst, das esse ich sowieso nicht so gerne. Aber einen Blumenkohl hätte ich schon gern mitgebracht. Den hätte ich nämlich am Abend gern gegessen, weil ich hatte nur noch Nudeln. Das war heute oder gestern der dritte Tag. Das wollte ich nicht nochmal essen. Habe gedacht, komm, geh und hol dir einen Blumenkohl. Hätte ich Lust zu. Eigentlich lieber mit Sucuk und so, ne? Aber Sucuk kaufe ich nicht, solange das Wetter noch so warm ist hier. Kaufe ich nur im Winter. Ist mir einfach zu gefährlich, weil, wie ihr euch erinnert habt, wir sind ja mal mit meiner Schwiegertochter Selin hier gegangen und wollten Würstchen kaufen, Sucuk und Wurst kaufen. Und ob ihr das glaubt oder nicht, in jedem Geschäft, in dem wir waren, war es unten gelblich-grünlich und weißlich und feucht und nass. Das sah wirklich kaputt aus. Und Selin ist nicht von empfindlichen Gemüt, also die isst eigentlich alles und sehr viel, aber da hat sie selbst gesagt, ne, auf gar keinen Fall, das kaufen wir nicht. Naja, jedenfalls, da bin ich sehr skeptisch und ich glaube nämlich nicht, dass die Kühlkette immer eingehalten werden kann bei diesen warmen Temperaturen. Aber das ist nur eine Vermutung, keine Beweise, muss jeder auch für sich selbst. Wir haben auch oft schon hier Wurst im Sommer gekauft mit meiner anderen Schwiegertochter. Ihr wisst, das ist ja Alhamdulillah auch immer alles gut gegangen. Jedenfalls, ich habe es nicht gekauft und wollte aber Blumen unbedingt mit der weißen Soße essen. Ich hatte ja auch Crema gekauft, 2 Tage vorher sogar im Angebot, also diese türkische Sahne, und dachte mir, Mensch, das ist jetzt eine gute Gelegenheit. Gehst du auf den Bazar, ein bisschen spazieren und holst dir den Blumenkohl. Und gedacht, getan, sind wir dann los, sind natürlich in die volle Mittagssonne rein. Ich bin meistens so um 2 fertig mit den Videos, wenn ich mich ranhalte und es durchschneide oder durcheinstelle sozusagen. Dann ist es ja jetzt auch 2, halb 3. Ich glaube, 2:30 wird es schon sein zwischendurch. Fasst man den Bauch, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen schon wieder. Jedenfalls sind wir dann los ohne Käppi. Und das ist eigentlich schon nicht so gut, weil es war wirklich warm gestern Mittag. Aber ich habe es Alhamdulillah gut überstanden, bin runtergestapft mit euch.
viele neue Eindrücke gesammelt und lange Rede, kurzer Sinn, mir erschien der Basar wirklich teuer. Obst und Gemüse, Klamotten sind gleich, aber so ungefähr jedenfalls, man sucht und findet man auch günstig das, was man sucht, aber Obst und Gemüse ist teuer geworden. Also im Schnitt kosten die Bananen jetzt 50 Teller, das war letztes Mal schon 45 das höchste der Gefühle, jetzt kostet es im Schnitt 50, immer noch 45, ja, aber 30, 35 findest du eigentlich nur noch selten, sondern wirklich Mini-Bananen und da ist ja dann mehr Schale. Wisst ihr, je kleiner die Bananen sind, desto mehr Schale hast du, ja, desto mehr Gewicht hast du auch beim Wiegen, also desto ungünstiger wird das im Grunde genommen wieder und deswegen nutzt, das habe ich auch immer gedacht, kleine Bananen günstig, egal, ich mache das ab, aber dann hast du halt mehr Abfall, ne, der dann ja auch wieder kostet. Also insofern, nee, also ich fand auch die Nektarinen und die Pfirsiche teuer, die kosten im Schnitt 80. Tomaten habe ich tatsächlich nicht geguckt, die habe ich gar nicht tangiert dieses Mal, weil die kaufe ich hier oben und ich habe nicht drauf geachtet. Kartoffeln und Zwiebeln habe ich auch nicht drauf geachtet, aber das, was ich wollte, Blumenkohl 100 Teller, das Kilo, das sind ungefähr 3, 6, 9, sind über 3 Euro das Kilo oder ungefähr 3 Euro, 2,80, 2,90, 3 Euro im Schnitt, das fand ich zu teuer. Und also für türkische Verhältnisse. Ihr müsst ja immer sehen, ich denke hier, wenn du in einem Land lebst, ja, dann denkst du auch in der Währung, in der du lebst. Ja, auch wenn man vielleicht mit Euro zahlt oder in Euro noch denkt oder umrechnet, was ich auch immer mache. Ich denke ja immer in Euro und drehe das auch immer um. Aber trotzdem kaufe ich etwas nicht, wenn es für türkische Verhältnisse teuer ist, obwohl es vielleicht für deutsche Verhältnisse günstig ist. Ja, so muss man immer denken. Ich kriege immer wieder den Vorwurf, oh, du bist so geizig, das und das zu kaufen. Geh mal nach Deutschland, dann wirst du sehen, was du bist. Ich war in Deutschland. Ich weiß, dass es teuer ist. Ja, aber trotzdem gebe ich das ist halt so ein Prinzip von mir, ja, ich kaufe günstig und wenn es für türkische Verhältnisse teuer verkauft wird, kaufe ich es auch nicht, wenn es für deutsche Verhältnisse günstig wäre, so, und 100 Teller für einen Blumenkohl bezahle ich nicht, ne? Dann warte ich noch ein bisschen, ich muss es auch nicht essen, ich kann auch Wurzeln kaufen, das habe ich schon als Alternative, weil dazu war ich nicht bereit und ich habe auch alles andere. Allerdings waren Weintrauben, die habe ich einmal für 60 Teller gesehen und die waren auch sehr gut. Das Kilo, das fand ich auch in Ordnung, geht aber auch teurer. 70 war die Regel, 80 für Weintrauben fand ich auch jetzt wieder, ja, Weintrauben sind hier generell immer ein bisschen teuer, finde ich. Und ich esse sie nicht so gerne, bin nicht so ein Weintraubentyp und insofern interessiert mich das auch nicht. Habe ich jetzt nur so mal im Vorbeigehen gesehen. Erdbeeren hätte ich gerne gekauft, die waren auch teuer, 150, 160 Teller im Schnitt. Geht auch teurer, also das wollte ich nicht kaufen. Und ja, was habe ich noch gesehen, was ich nicht, und da war auch wenig Erdbeeren, ist glaube ich nicht mehr so die Zeit, auch hier nicht. Wären da jetzt viele Erdbeeren, so große Haufen gewesen, hätte ich tatsächlich noch mal überlegt, aber es war so Tek-Tük, würden wir sagen auf Türkisch, das waren nur so ein paar Stände und die hatten auch nur wenig, also nee, habe ich nicht gekauft und insofern habe ich da für mich nichts gefunden, bin dann weitergelaufen zum Strand und habe da noch ein bisschen aufgenommen, bin an der Strandpromenade lang, habe mich auch wieder an den Strand gesetzt. Ich versuche das jetzt regelmäßig zu machen, weil ich das Gefühl habe, es tut mir gut, ich komme so ein bisschen runter, die Wellengeräusche tun gut, es ist nicht mehr so heiß, es ist nicht mehr so voll wie im Sommer und insofern genau jetzt die richtigen Temperaturen für den Strand, sonst gehe ich da im Sommer, geht da keiner, also ich gehe da nicht hin, ne? du brutzelst da ja einfach nur, das Gehirn trocknet dir ja aus im Sommer, aber so, man schwitzt nicht, aber man muss auf die Sonne aufpassen. Wie ihr seht, bin ich auch tatsächlich rot geworden gestern. Man sieht das ganz gut hier, ne? Weil hier das Kopftuch immer war. Muss schon auch aufpassen. Ich finde auch, man braucht auch noch eine Mütze, haben auch viele auf, ne? Also gerade die Mittagssonne und die Nachmittagssonne ist schon noch richtig extrem. Dafür kühlt es dann abends aber auch ab und auch in den Morgenstunden ist es kühl. Jedenfalls, Wetter ist hier Bombe. Ich glaube, wir hatten gestern 23 Grad. Das ist für den 5. November auf jeden Fall richtig gut. Auch heute wieder richtig schön draußen und auch mit Sicherheit warm. Wie ihr seht, ich war nur heute Morgen draußen. Seitdem sitze ich hier im Warmen, hätte ich fast gesagt, in der Wohnung und unter der Decke, weil es doch auch schon kühl wird hier zu Hause. Und bin an der Arbeit, ja. Meine Lieben, und denn sind wir vom Strand
nochmal Richtung Obst- und Gemüseladen gegangen, weil ich hatte da ja am Tag zuvor einen Blumenkohlkopf für 30 Teller pro Stück gesehen, aber von weitem. Und ich war jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil 30 Teller pro Kilo oder pro Stück wäre ja Wurst, ist schon was anderes als 100. Ne? Da habe ich gedacht, das ist bestimmt was falsch gesehen. War auch so, ich bin dann hin und habe gesehen, 90 Teller pro Kilo, immer noch 10 Teller günstiger als auf dem Bazar. Und das Ding ist auch, die hatten so kleine Blumenköpfe, kleine Blumenkohlköpfe. Und die auf dem Bazar waren riesig, dementsprechend auch viel mehr Gewicht natürlich. Und ich brauche für so einen kleinen Blumenkopf für 2 Tage, ist für mich völlig ausreichend. Alles andere geht sowieso nur in den Müll oder ich muss ihn halbieren und dann später nochmal machen. Wäre auch möglich, aber warum? Dann kann ich mir nächste Woche lieber einen frischen holen, anstatt den eine Woche im Kühlschrank zu lagern. Also ein kleiner Blumenkohl. Der war ungefähr so groß, so eine Handvoll. Und das reicht für mich für 2 Tage mit Kartoffeln und Soße. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, den nehme ich. Bin dann erstmal in die Moschee. Und das war richtig süß. Neben mir war ein kleines Mädchen. Ja, ich habe zuerst alleine gebetet. Ist ja in dieser Moschee, in der ich war, ist nur so ein ganz kleiner Abschnitt in dem großen Saal der Männer. Und dann hat man halt hinter so einem Vorhang so eine kleine Abschirmung. Ja, Männer und Frauen müssen ja getrennt beten, beziehungsweise die Männer vorne und die Frauen hinten eben. Das hat nichts mit irgendwie zu tun, die Männer dürfen vorne und wir müssen hinten, sondern es hat einfach damit zu tun, dass wenn sich die Frau natürlich bückt und das vor einem Mann passiert, es lenkt ab. So, das soll ja nicht sein. Deswegen zur Sicherheit sind die Frauen immer hinten und die Männer vorne, wenn sie zusammen beten. Am besten ist es jedoch, sie sind getrennt durch Räume oder einen Vorhang. Das ist meistens der Fall. Und das war hier auch so. Und da habe ich dann angefangen. Dann war da so ein ganz kleines, süßes Mädchen. Möge Allah ihre Gebete annehmen. Sie malassi mal, weiß ich nicht, bestimmt nicht älter als 7. Sie hat sich neben mich gestellt. Also man soll möglichst ganz nah aneinander in einer Reihe beten, damit eben dieses Gemeinschaftsding da ist. Und das Gemeinschaftsgebet ist viel, viel höher bewertet, als alleine zu beten. Und es war richtig süß. Es hat mir das Herz geöffnet, wirklich zu sehen, wie konzentriert sie auch gebetet hat. Ne? Wirklich schön. Ein kleines Mädchen, als sie dann rausging, hat sie wieder ihren Lolli aus der Tasche genommen, ihn weitergeleckt und ist dann aufs Fahrrad gestiegen, hat auf dem Hof der Moschee sie Fahrrad gefahren. Richtig süß, mashallah. Möge Allah alles ihre Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Jedenfalls bin ich dann wieder zum Gemüsemarkt, zum Gemüsemann, habe mir meinen Blumenkohl geholt, bin dann nach oben gestapft, was recht anstrengend war, schon wieder bei der Wärme, ne, muss man schon sagen. Also bin, glaube ich, wieder knallrot geworden. Aber ich bin später gewesen mit meinem Aufstieg als am Tag zuvor. Bin dann noch mal kurz zu Beam rein, haben da noch ein paar Kleinigkeiten geholt, habe zu meinem Glück auch einen Pyjama gefunden, also Unterteil und Oberteil. Entschuldigt bitte. Und habe dafür nur 299 Teller bezahlt, was ungefähr 9 Euro sind. Und das fand ich recht günstig. Also der ist nämlich schön warm. Er hat so einen richtig guten, angenehm, zwar ein bisschen Kunststoff wird sicher drin sein, aber Stoff. Entschuldigt bitte. Er ist weich, er hat eine schöne Farbe, finde ich, so ein Weinrot mit Blau und so. Und ich dachte mir als Hausanzug, für das ich ihn benutzen möchte, auf jeden Fall gut. Und wenn man im Winter das anhat, kann man damit auch gleich ins Bett und schlafen gehen. Also perfekt, schön weit. Er drückt wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe ihn noch nie anprobiert. 3XL habe ich gekauft. Ich kaufe immer das Größte, was es gibt. Wenn es nicht zu wabbelig ist am Bauch. Das ist eigentlich in der Türkei nicht. Eigentlich sind die Türken so, dass sie den Gurt am Bauch, dass sie das relativ eng machen. Was mich immer nervt bei Kleinkindern, weil auch bei Kleinkinderklamotten ist der Bund wirklich extrem eng. Also ich habe mir nie Klamotten für kleine Kinder in der Türkei damals gekauft, weil die Hosen alle zu eng sind am Bund. Und ich mag es gar nicht, wenn meine Babys oder meine Kleinkinder da so eng sind am Bauch. Das mag ich selber nicht. Also denke ich mir auch immer, dass die Kinder das auch nicht mögen. Vielleicht liegt es daran, dass die türkischen Kinder generell vielleicht doch dünner waren damals als ich. Ich weiß es nicht. Jemals früher war alles. Also du kannst es an einer Hand so ermessen. So eng waren die Gummibänder geschnitten. Ne? Naja, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls bin ich dann
habe mir das gekauft und hatte dann auch noch meinen Blumenkohl aufs Verkaufsband gelegt, wollte den noch mal bezahlen bei Bim. Und dann sagt die Verkäuferin, hä, haben Sie den bei uns gekauft? Nein, habe ich gesagt, hab ich vom Gemüsemann. Ah, danke schön. Das hätte ich den glaube noch mal bezahlt. Ich hätte ich gar nicht gemerkt, ne, wenn sie das nicht gesagt hätte. Dann hatte ich zu wenig Bargeld. Ich hatte nur noch 470 oder so, hat aber 556 oder so gekostet. Und dann habe ich gesagt, sie hatte aber schon mit Karte, mit Bar eingegeben, eingetippt. Und dann hat sie gesagt, komm, ich nehme die 400, die Sie da haben, und den Rest, die 150, 56, können Sie dann per Karte bezahlen. Geht das in Deutschland auch? Ich glaube nicht, ne? Also entweder bezahlst du mit Karte oder Bar. Aber hier kannst du auch meinetwegen einen Teil Bar bezahlen und einen Teil mit Karte. Das fand ich sehr praktisch. Habe ich schon öfters hier gesehen, tatsächlich. Habe ich vergessen gestern. Ja, ich muss unbedingt wieder Geld tauschen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das habe ich schon wieder vergessen, ne? Ich habe immer gerne Bargeld, türkisches Bargeld auch dabei, weil in der Türkei ist es schon so, dass du nicht überall mit Karte bezahlen kannst, ne? Auch Taxis haben manchmal kein Kartenlesegerät, oder auch der Transfer, das hatte ich auch mal, als ich mit dem 724-Transfer von Antalya hierher gefahren bin, mit dem Transfer eben. Da war auch jemand, der hatte kein Bargeld dabei, also weder Euro noch noch Tele. Und dann hat das den Fahrer richtig geärgert, weil der extra mit ihm nochmal zur Bank fahren musste, mitten in der Nacht. Und das war, weiß ich nicht, schon am Morgen. Und da hat er gesagt, das kann man nicht angehen, dass man kein Bargeld mehr mit dabei hat heutzutage. In der Türkei ist es noch nicht so, dass du überall bargeldlos bezahlen kannst. Aber normalerweise kannst du in den Transfers auch mit Karte bezahlen. Habe ich aber letztes Mal auch wieder gehabt. Das war auch am Morgen bin ich ja abgeholt worden. Und dann musst du meistens, wenn du von zu Hause abgeholt zum Flughafen transportiert wirst, musst du bezahlen, wenn du an der ersten Tankstelle bist. Also was heißt an der Tankstelle in Alanya ankommst, dann machen die so eine Pipi-Pause, und wenn du die Pipi-Pause vorbei ist, kassieren die den Geldbetrag. Das kostet ja im Moment 500 Taler, ungefähr 15, 16 Euro, der Transport von Alanya nach Antalya mit dem Shuttle, also mit diesem Transport, wo mehrere Leute drin sind. Und da hatte der auch kein Bargeld mit. Da ist er extra mit dem Menschen zur Bank gefahren. Das ist natürlich alles Zeitverlust, und wenn die knapp sind, was ja mal sein kann mit der Zeit, weil die Leute nicht alle vor der Tür stehen, die er einsammelt, oder muss er erstmal hinterher telefonieren oder muss erstmal zur Rezeption und nach den Leuten fragen. Das habe ich auch alles schon erlebt, ne? Und dann kommen die Leute nämlich zu spät zum Flughafen. Dann ist es mega ärgerlich, wenn die Leute nicht mal bezahlen können, weil sie kein Bargeld dabei haben. Das kann mal passieren, das ist ja klar. Aber man sollte schon davon ausgehen, für alle, die in die Türkei gehen, nimmt Bargeld mit. Also, und zwar auch Tele. Euro geht aber auch, man kann überall mit Euro bezahlen. Aber wenigstens Bargeld muss in der Türkei noch in jedem Portemonnaie sein, weil wirklich nicht überall mit Karte bezahlt werden kann. Allein schon auf dem Basar kannst du nicht mit Karte zahlen, ja, überall. Es gibt viele, die machen das, aber auch viele auch nicht, ne? Naja, darüber soll das Thema gar nicht gehen. Dann bin ich nach oben und habe nochmal mit den Hunden geschmust, habe mit ihnen gespielt, und dann habe ich mein Essen gekocht. Und zwar gab es ja heute Blumenkohl mit weißer Soße. Ich habe das richtig lecker hingekriegt. Ich habe richtig viel gegessen dann am Abend. Alhamdulillah, hat wirklich gut geschmeckt. Und ja, dann hatte ich nochmal meinen Obstsalat bzw. meinen Quark ohne Obst gemacht, weil mit dem Obst habe ich, also mit Äpfeln und so, ich weiß, ich habe immer Bauchschmerzen gekriegt, wenn ich das jetzt hier gemacht habe. Egal, habe ich gedacht, ich mache ohne Obst, trinke aber dann meinen Orangensaft, den ich mir auch noch gequetscht hatte. Ich hatte ja ein paar Tage zuvor Orangen von meinem Baum geholt, und gestern sind auch noch zwei runtergefallen. Die habe ich dann, die waren richtig sauber und richtig schön, aber eine war so ein bisschen, ja, so ein bisschen, sie roch schon so ein bisschen angeditscht, habe ich sie weggeschmissen. Aber der Orangensaft dieses Jahr von meinem Orangenbaum schmeckt richtig, richtig lecker. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und ich hoffe, dass das auch abgekratzt. Sorry, das musste eben mal. Ich pull da schon die ganze Zeit rum. Ich muss das mit dem abbeißen. Sorry. Schmeckt richtig lecker, ne? Und dann habe ich das mir gegönnt und war auch sehr froh drüber, dass das, finde ich, besser schmeckt als letztes Jahr, weil wir haben, glaube ich, dieses Jahr mit den Wässern haben wir waren wir ein bisschen knapp. Aber gerade diesen Orangenbaum habe ich ganz gut gewässert, weil ich meistens das Wasser der Hunde in diesen Orangenbaum kippe. Das Rest, was ich wechsle, jeden Morgen das Wasser der Hunde, manchmal sogar zweimal, je nachdem, wie warm das ist. Im Sommer habe ich oft auch zweimal gewechselt, weil es dann doch schon ein bisschen warm wird und wappelig wird. Die trinken ja gerne auch kaltes Wasser im Sommer. Habe ich schon mal zweimal, dann habe ich das immer in den Orangenbaum gekippt. Genau. Und dann Videos geschnitten, natürlich wie immer, ein bisschen
noch Kızıl Konjaklar geguckt, weil die türkische Serie ist immer noch nicht auf YouTube. Ich muss wahrscheinlich mal ins Internet und auf der Webseite mir die Serie angucken, weil ich würde schon gern Nummer 6 mir angucken. Ich glaube sogar schon 7 müsste jetzt raus sein oder erst am Wochenende. Ich weiß es gar nicht. Oh, mein Lieben. Bin ins Bett, glaube ich, um 22:45 Uhr, habe dann noch ein paar TikToks mir angeguckt und dann habe ich auch, wenn es euch interessiert, richtig gut geschlafen. Bis dann, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank, dass ihr euch für mein Leben wieder interessiert habt. Und ja, macht's gut. Tschüss.